So, wir haben heute ein neues Produkt von Amazon und zwar den Keramik-Fan-Lüfter, also ein Heizlüfter. Wie ihr sehen könnt, 1200 Watt im Vollbetrieb, im Low-Betrieb 600 und wenn er einfach nur als Ventilator dienen soll, 10 Watt. Kostet bei Amazon 39 Euro ein paar zerquetschte. Ja, dann schauen wir mal. Dann packen wir das Teil mal zusammen aus. Einmal das Gerät. Eine kleine Bedienungsanleitung. Und ja, ein bisschen Werbeartikel. Vielen Dank für Ihre Bestellung, etc. pp. So. Eine CE-Kennzeichnung sehe ich jetzt allerdings hier nicht. Ist ein bisschen bedenklich, würde ich mal so behaupten. Also eine CE-Prüfung hat das Gerät wohl nicht. So. Es wirkt relativ billig. Relativ viel Plastik drumherum. Hinten ein großer Ventilator. Hier vorne, ich weiß nicht, ob man es sieht, so ein Heizelement. Okay, ich habe da mal dann was vorbereitet. Und zwar habe ich hier einen Thermostat. Hier werden wir jetzt mal schauen, ob das Ding noch was kann. So, machen wir das Gerät mal an. Er bläst auf jeden Fall mal schon mal kalt. Die Temperatur beträgt 24. Wie sieht der jetzt aus? 24 Grad. Temperatur steigt auf 55, 62, 70, 84, 101, 116, 120, 130, 40, 50. Ich weiß nicht, ob man auch was im Video sehen kann. Also um die 180 Grad, nee, noch mehr, 200 Grad auf der, an der direkten Stelle. So. Wenn man jetzt etwas weggeht, ca. 20 cm Entfernung haben wir jetzt, da haben wir immer noch 33 Grad. Auf dem Display, wie man sieht, zeigt er mir hier 37 Grad an. Passt aber auch, das Gerät zeigt 36 Grad an. Ja, warum schaltet sich das Gerät ab? Ganz einfach, weil der geht jetzt aus. Weil es wird geworben damit, dass irgendein Sensor hier drin ist, der wohl merkt, wenn man das Gerät umschmeißt oder sonst irgendwas, dass das Gerät dann ausgeht. Wie gesagt, 37 Grad, jetzt 18 Grad, jetzt gleich wieder gekippt wird, der wahrscheinlich wieder ausgehen. Ah ne, ja. Heiz hoch auf 37 Grad, Heiz hoch bis 31 Grad. So, in der ersten Stufe, also in der ersten Stufe hat er ja nur 600 Watt. Wenn wir mal messen, wie hoch die Temperatur geht. Wie gesagt, vorhin hatten wir 200. 150. Ja, dann sind wir bei ungefähr 150 Grad direkt am Gerät. Also hier an dem Heizelement.
nochmal ca. 20 cm weg. Ja, machen wir so um die 20 Grad. So, jetzt stelle ich das Teil mal auf Kühlen. Was? 53, jetzt haben wir 60 Grad, 62, 59, 58, 56, 55, 50, 48, 42, also doch angenehm kühl, 38, 37, 20, 19 Grad kriegen wir den. So, der nächste Gimmick von dem Gerät sehe ich gerade. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Es dreht sich. Es schwenkt sich nach links und nach rechts. Das habe ich so gar nicht gelesen gehabt. Okay. Das ist natürlich cool. Ja, Leute, könnt ihr überlegen, ob ihr sowas braucht fürs Büro oder um eine kleine Wohnung vielleicht zu beheizen. Wie gesagt, bedenklich finde ich, da das Gerät keine CE-Prüfung hat. Okay, muss aber jeder selber wissen. Okay, ich gucke mal, ob hier im Karton was drauf ist. Ja doch, hier auf dem Karton steht CE drauf. Sorry. Auf dem Karton steht CE drauf, okay, auf dem Gerät selber jetzt nicht. Es heizt angeblich eine Wohnung von 20 Quadratmeter. Also ein Raum von 20 Quadratmetern. Würde ich mal unterschreiben, dass das gehen würde. Also von Wohnwagen oder eine ganz kleine Wohnung oder am Büro, wenn es einem kalt ist, so von unten an den Füßen oder so. Perfekt, würde ich auf jeden Fall nehmen. Also vom Geräusch her extrem leise, kann man mit leben. Ist gar kein Ding. Ja, ich finde das eigentlich so ganz schlecht. Wenn man eine Frostbeule ist. Und das sind die meisten Frauen, ja. So, ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Daumen rauf, wenn es euch gefällt. Daumen runter, wenn ihr sagt, nö. Bitte abonniert mich, weil es kommen noch einige andere Produkttests und Videos. Das nächste Video wird wohl auch wieder ein Getränkevideo sein. Und es wird ab Anfang Dezember, ja, Anfang Dezember wird es auch ein Gewinnspiel geben, wo man einen Gutschein von 25 Euro gewinnen kann. Also seid dabei. Vielen Dank und bis bald. Ciao.